Hallo YouTube, heute wir sprechen über die Grippe 2013, die Symptome. Die neue Grippewelle 2013 hat viele Menschen betroffen und hat sehr starke Symptomatik und weil sehr heftig ist. Scheint, dass die letzte Zeit auch im Mai betrifft immer noch Menschen, die nicht über Winter angesteckt sind. Wenn die Grippe kommt, am Anfang die Leute kriegen Halsschmerzen und kommt ein Husten. Jemand denkt, das hat auch eine Lungenentzündung gekriegt oder ein Tonsillitis. Weil merkt man die Halsschmerzen und hat diese Husten. Diese Husten ist auch nicht ganz genauso trocken und deswegen denkt man auch, dass ein etwas heftig, nicht nur einfach erkältet ist, aber nicht, dass eine Lungeninfektion hat. Weiter, diese Husten ist immer und immer mehr oft. Und bei Abhusten kommen auch Brustschmerzen. Dazu kommt auch Schwindel und Schwäche und Kopfschmerzen. Am Abend, der dritte Tag, kommt heftige Fieber, kann auch Temperaturen 39 haben. Und das kommt meistens abends vor die dritte und vierte Tag. Auch achter Tag gibt es auch erhöhte Fieber, aber nicht so heftig wie früher. Danach, am dritten Tag, kommt auch Schnupfen langsam. Als die Husten geht langsam weg, kommt Schnupfen und die wird immer noch heftiger. Fieber geht weg und danach bleiben die Schnupfen und die Kopfschmerzen vor circa noch andere 3, 4 Tage. Während dieser Zeit ist gut gegen Husten einen Codeintropfen zu kriegen oder allerdings gar nichts dagegen. Lieber abhusten als nichts zu haben. Gegen Fieber kann man ein bisschen Aspirin oder Novalgin kriegen und muss man viel Wasser trinken. Danke, das war die Empfehlung für die Grippe 2013.